Wenn die Welt vor dem Kollaps steht, dann hilft in der Regel eigentlich nur noch einer und das ist Superman. Der hat aber gerade keine Zeit, der prügelt sich nämlich im neuesten Kinofilm mit Batman. Also muss jemand anders ran. Tom Clancy's The Division zum Beispiel vom super gehypten neuesten Ubisoft-Titel. Und ob sich dieses Spiel wirklich lohnt und worum es da überhaupt geht, das zeigen wir euch jetzt. Einer der lebendigsten Millionenmetropolen der Welt. Kaum ein Ort ist so dicht besiedelt und ständig in Bewegung. Weihnachten steht vor der Tür. Es ist der Black Friday. Ein Tag in Amerika, an dem die Läden besonders attraktive Angebote haben, die Straßen deshalb besonders voll. Und genau an diesem Tag passiert es. Ein Virus breitet sich plötzlich aus. Schnell, lautlos und absolut tödlich. Ein Virus hat sich auf Geldscheinen versteckt und innerhalb kürzester Zeit über die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet. Nur wenige Wochen nach dem Ausbruch der Epidemie ist unsere Zivilisation kollabiert. Und meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten Ausbruch. Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Und der Nationalgarde, die sich bei keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier die ist Pocken Kriegsgebiet. Sind eine echte mehr Gefahr. Tote als durch AIDS. Dass es nicht genügend Impfstoff gibt, um alle. Unterbrechen. Die Überlebenden verstecken sich in ihren Wohnungen. Dort verbarrikadieren sie sich. Die Regierung befiehlt jedem, zu Hause zu bleiben und die Türen geschlossen zu halten. Wir kommen und retten dich. We will come get you. New York versinkt im Chaos. Teile der Stadt sind unter Quarantäne. Viele versuchen zu flüchten, andere sind bereits tot. Es herrscht Hungersnot und ein Rechtssystem gibt es nicht mehr. Anarchie und Selbstjustiz bestimmen jetzt den Alltag. Das Szenario von Tom Clancy's The Division ist zwar erfunden, aber nicht allzu weit weg von der Realität. Auszuschließen ist so etwas nicht und verhindern können wir das auch nicht. Wir können uns nur bestmöglich darauf vorbereiten. Man müsste eigentlich nur jemanden haben, einen Selbstmordattentäter, der sich bewusst mit Pockenviren infizieren lässt und dann nach Ausbruch der Erkrankung, das würde man natürlich dann auch sehen, eine Weile UNS-Bahn fährt hier in Berlin. Und dann würde er sicherlich andere anstecken. Denn seit Mitte der 70er Jahre impfen wir nicht mehr gegen Pocken. Das Virus ist ja ausgerottet. Deswegen ist gar kein Sinn mehr da, überhaupt diesen Impfschutz noch weiterzugeben. Und dann würde sich das Virus ausbreiten. Viren haben ganz unterschiedliche Verbreitungswege. Also HIV zum Beispiel verbreitet sich über den Geschlechtsweg hauptsächlich. Deshalb, weil das Virus selber sehr labil ist. Also in der Umwelt würde es kaputt gehen. Andere Viren sind wesentlich stabiler. Die können dann eben auch mal in kleinen Tröpfchen, die man aushustet oder niest, dann sich noch eine Weile halten, bevor sie dann wieder in den nächsten Wirtsorganismus reingehen. Zurück zum zerstörten New York. Nur kurze Zeit nach dem Ausbruch des Virus bilden sich kleine Gruppierungen, die sich zusammenschließen und gemeinsam ums Überleben kämpfen. Neben Plünderern und aus dem Gefängnis ausgebrochenen Häftlingen hat sich auch ein großer Teil der New Yorker Feuerwehr zusammengeschlossen. Normalerweise sind es Helden, jetzt allerdings verbreiten sie Angst und Schrecken. Sie nennen sich Cleaners. Ihr Ziel? Den Virus und alles damit Befallene verbrennen. Es gibt verschiedene Fraktionen, die alle aus Gruppen bestehen, die man unserer Meinung nach in einem solchen Szenario antreffen würde. Es gibt ein großes Gefängnis und die Leute sind dort ausgebrochen. Einige von ihnen sind nach Manhattan geflohen. Sehr üble, böse Gestalten. Dann haben wir noch die Cleaners. Sie sind ehemalige Mitglieder der Feuerwehr und der Stadtreinigung. Sie waren von Anfang an vor Ort, waren gezwungen, sich um die Leichen zu kümmern. Als die Regierung zusammenbrach und keine Befehle mehr eintrafen, kamen sie zu dem Schluss, dass sie erst nach Hause können, wenn das Virus vernichtet ist. Thank you.
Es gibt Hoffnung. The Division. Eine Vereinigung sogenannter Schläferagenten. Elite-Soldaten, die im normalen Leben verdeckt agieren und für Spezialfälle von der Regierung zusammengerufen werden. Ihre Aufgabe ist es, in Notständen für Recht und Ordnung zu sorgen. Bei einem Gebiet dieser Größe und so vielen Chaoten kann ich sie doch nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Captain, wir sind die Wölfe. Tom Clancy's The Division hat aber nicht nur eine packende Story. Das MMO bietet dem Spieler mit einem gut ausgetüftelten Fertigkeitensystem mehrere Wege, seine Agenten zu zocken. Und das macht es spielerisch so einzigartig und interessant. 12 Fertigkeiten sind in 3 Kategorien unterteilt: Medizin, Technologie und Sicherheit. Der Mediziner heilt zum Beispiel andere Teammitglieder, während der Technologiefertigkeitsbaum vor allem offensive Talente, wie zum Beispiel die Haftgranate, beinhaltet, sorgt der Sicherheitsbereich für die defensive Ausrichtung eines Agenten. Er kann sich und sein Team zum Beispiel gut schützen. Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie jetzt nicht nach. Jeder dieser Fertigkeitenbäume kann in der Basis des Spielers verbessert werden. Sie ist in Flügel unterteilt, dem Medizintrakt, dem Technologie- und dem Sicherheitsbereich. Diese können mit verschiedenen Aufträgen und Missionen ausgebaut werden, wodurch der Spieler dann wiederum auch Zugriff auf mehr Agentenfertigkeiten bekommt. Eine offene Spielewelt, eine atemberaubende Endzeitatmosphäre, ein eigener Player-versus-Player-Bereich, viel Ausrüstung und Waffen, die der Spieler erbeuten kann, und eine tolle Story macht The Division zu einem ganz starken Spiel. Und das belegen auch die ersten Verkaufszahlen. Kein anderer Ubisoft-Titel verkaufte sich in den ersten 24 Stunden so gut wie The Division. Rekord. Genaue Zahlen nannte der Spielehersteller allerdings nicht. Und es wird weitergehen. Ubisoft kündigte bereits die kommenden Inhalte für dieses Jahr an. Ständige Updates und neue Spieleinhalte werden die Gamer auf Dauer beschäftigen, sie herausfordern und sie dazu bringen, immer tiefer in das zerstörte New York einzutauchen. Wir sind gespannt. Tom Clancy's The Division, einer der ganz großen Blockbuster-Titel im Jahre 2016. Manche sagen schon, der Anwärter auf das Spiel des Jahres. So weit würde ich jetzt erstmal noch nicht gehen. Einen ganz anderen fetten Brocken haben die Kollegen der PC-Welt entwickelt, beziehungsweise gerade in Arbeit. Das ist die Höllenmaschine, und zwar ein PC der Superlative sozusagen. Zusammengebaut wird er im Prinzip aus dem schnellsten und auch teuersten Material, das es zurzeit auf dem Gaming-Hardware-Markt gibt. Der Rechner hat nicht nur schlappe 128 GB Arbeitsspeicher und eine fette Wasserkühlung, sondern auch 3 Bildschirme für eine Mega-Auflösung von 7680 x 1440 Pixeln. Da macht das Zocken gleich dreimal so viel Spaß, und das ganze Teil wird auch noch verlost. Hat einen Wert von ca. 30.000 Euro. Ja? 30.000 Euro. Und wie ihr drankommt, erklären die Kollegen auf ihrer Webseite auf pcwelt.de. Und es gibt auch ein ganz nettes YouTube-Video in deren Channel. Also mitmachen, wir drücken euch die Daumen. Das war Super Games TV für diese Woche. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.